So sei es. Es ist nun die Zeit gekommen, um mehr über dich selbst zu erfahren und zu wissen, wer du wirklich bist, um dich lieben zu lernen, so wie du bist. Mein Name ist Elmoria. Ich bin ein aufgestiegener Meister und sehe dich so, wie du wirklich bist. Verstehst du mich? Ich verstehe dich. Auch du verstehst mich, traust deinen Sinnen nur noch nicht ganz. Ich spreche von den Sinnen, die jetzt in dir immer mehr zum Vorschein kommen können und du somit die geistige Welt besser verstehen, besser hören, besser sehen und fühlen kannst. Dafür ist auch wichtig dein Urvertrauen. Ich vertraue dir, dass du es kannst. Ich, Elmoria. Vertraue auch du dir. El Suba, ich berühre dich. El Suba. Ich berühre dich an deinem dritten Auge. Vielleicht spürst du sowas Ähnliches wie ein Windhauch jetzt auf deiner Stirn. Oder einen sanften Druck. Dein drittes Auge befindet sich dort. Und es ist zuständig für das neue Sehen. Das vierte Auge, welches sich in deinem Kopf befindet, kannst du jetzt vielleicht auch spüren, denn die Energie strömt von der Stirn in deinen Kopf. Hab keine Angst, du bist jetzt bereit dafür. Für das Neue und das Meer sehen können. Aufgestiegenen Meister, und ich kann sehen, wie dein Energiefeld sich verändert und du Gefallen daran findest und dadurch noch mehr Mut entwickelst und dein Urvertrauen dadurch stärkst. So sei es. Thank you.
siehst bei weitem mehr, als du denkst. Und wirst diesem Gesehenen auch immer mehr Vertrauen schenken können. Wir, die geistige Welt, unterstützen und begleiten dich darin. Was willst du? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Wann möchtest du das erreichen? Mach dir darüber mal Gedanken, denn die nächsten Jahre, die Energien, die in diesen Jahren da sind, unterstützen dich darin, sehr sogar. So ist es wichtig für dich zu wissen, was will ich? Wann soll es da sein? Um das Wie brauchst du dich nicht kümmern. Dafür sind wir, die geistige Welt, zuständig. Doch wichtig ist, sehr wichtig ist, zu wissen, was du willst. Und um das Wie kümmern wir uns. Auch das Wann es da ist, entscheiden wir. Denn wir können besser sehen, ob du dafür jetzt schon bereit bist, für das, was du dich entschieden hast, oder ob es noch etwas an Zeit braucht, oder ob es schon früher da sein kann, früher als du es erwartest. Sova, dein drittes Auge strahlt. Schön, dieses zu sehen, wie wunderbar du bist. Wir, die geistige Welt, lieben dich. Sei auch du liebevoll mit dir selbst. Now Yokamai, im Einklang mit dir selbst bist du mehr als du denkst. Now Yokamai, sei dir sicher, dass du auf einem sicheren Weg dich befindest. Now Yokamai, Veränderung ist gegeben und du kannst damit umgehen, besser als je zuvor. Now Yokamai, danke, dass du bist, wie du bist.